dann möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen und begrüße alle Teilnehmerinnen, Gäste zum zweiten Plenum unserer Jahrestagung der Akademie für Ethik in der Medizin. Ich glaube, mir geht es ein bisschen ähnlich wie schon Claudia Wiesemann im Plenum vorab. Es ist eine besondere Situation, eine Session so zu moderieren. Ich glaube, ich kann aber für den ganzen Vorstand hier schon sprechen, dass wir alle wahnsinnig begeistert sind, wie das bisher funktioniert. Und wir hoffen natürlich, dass es auch morgen und den ganzen Tag heute durchgehend so bleibt. Gerade auch die bisherige Chatfunktion und die angeregte Diskussion, das ist ganz fantastisch. Und ja, ich glaube, wir bekommen gerade alle nochmal ein recht positives Bild, wie aus der Not ja eine Tugend gemacht werden kann. Ich freue mich jetzt sehr, dass wir die extrem spannende Diskussion um das ganze weite Feld Corona, Corona-Krise, Covid-19 weiter ausdehnen können. Und in der ersten Sitzung, man könnte fast sagen, ein bisschen spiegelt sich ja hier auch der Zeitverlauf, wenn ich jetzt zurückdenke an den März bis jetzt, September, der Zeitverlauf der ethischen und fachethischen Diskussion, natürlich auch gesellschaftspolitischen, zum Thema Corona-Krise. Während natürlich wir Fachethikerinnen gerade März, April war der Fokus extrem eben auf Triage, zu Recht, wie wir gerade eben gelernt haben. Aber jetzt merken wir natürlich, naja, das ist ja vor allem im klinischen Setting natürlich relevant. Aber das ist ja nur ein Teil, vielleicht sozusagen nur der die Spitze des Eisbergs von den ganzen vielen anderen Fragen, die sich eben auch um das Thema ja, Corona oder so einen derartigen, ja, hochinfektiösen, viele in der Population betreffenden Menschen betrifft. Und deswegen haben wir uns entschieden, eben auch dieses Plenum eben einem sagen, weiteren Themenbereich zu widmen, nämlich den ganzen Public Health ethischen Fragen, die sich um das Thema eben auch ranken und die, glaube ich, jetzt genauso wichtig und dringlich anzugehen sind. Also ich erinnere da einfach nur noch mal eigentlich an die ganz große Frage, ja, Isolation. Was sind eigentlich diese ganzen Impfschutzmaßnahmen? Wie weit lassen die sich rechtfertigen? Maskenpflicht. Morgen wird es viel um Lebensqualität auf der Tagung gehen. Auch hier kann man natürlich fragen, ist so eine Maske tragen zumutbar? Ist das eine ernstzunehmende Einschränkung oder nicht? Für manche ist es das, glaube ich. Dann natürlich, welche Verpflichtungen gibt es generell, was den Umgang mit so hygienischem Verhalten angeht? Trivialitäten wie Hände waschen haben irgendwie eine ganz neue Bedeutung bekommen und sind zumindest ja jetzt vielleicht auch in viel mehr Köpfen wieder drin. Und natürlich ein ganz zentrales Thema, was uns jetzt wahrscheinlich die nächsten Monate bewegt, und da gibt es sozusagen auch die Schnittstelle zwischen dem Public Health und letztlich dann der Forschung, natürlich die Frage um das Impfen. Also da einerseits wird gerade so viel Hoffnung und Optimismus verbreitet, dass wir vielleicht schon alles nächstes Jahr sei überstanden. Auf der anderen Seite stellen sich da im Moment, glaube ich, noch sehr, sehr viele Fragen. Ja, ist das eigentlich auch forschungsethisch zumutbar, wie diese sagen, Impfforschung vorangeht, was lässt sich da rechtfertigen, was muss bedacht werden. Also da tut sich ein ganzes Potpourri von Fragen auf, und vor allem, wenn man da noch wahrscheinlich den globalen Fokus weiten wird, wird es noch sozusagen viel spannender. Und das wollen wir jetzt in der jetzigen Sitzung, in dieser Plenumssitzung mit zwei Vorträgen, die sich, würde ich sagen, in diesem Spektrum sehr schön ergänzen, nacheinander mit Ihnen diskutieren. Und ich freue mich daher besonders, dass wir zwei auch sehr ausgewiesene Referierenden gewonnen haben. Zum einen Privatdozentin Dr. Verina Wild von der LMU München und Professor Dr. Sebastian Graf von Kielmannseck von der Universität Kiel. Beide werden sozusagen mit dem Fokus Public Health Ethik, vor allem Verina Wild, im ersten Vortrag vortragen, und dann im zweiten wird es vorrangig eben auch um forschungsethische Fragen gehen. Der Ablauf des Plenums wird jetzt so sein, dass wir die ersten
seinen Vortrag ungefähr 15, 20 Minuten, denke ich, gehen wird. Und dann haben wir ausreichend Zeit noch für die Diskussion und dann kommt dann der zweite Vortrag. Erstmal freue ich mich besonders, möchte ich noch ganz kurz Verina Wild vorstellen. Sie ist stellvertretende Leitende des Instituts für Ethik und Geschichte und Theorie der Medizin an der LMU München. Aber was mich besonders freut, und da möchte ich ihr heute schon gewissermaßen auch nochmal gratulieren, ich danke auch im Namen des Vorstands, dass sie bald nämlich die Professur für Ethik in der Medizin an der neu gegründeten Medizinischen Fakultät in Augsburg übernehmen wird. Und das freut mich wirklich sehr, Verina, und wer weiß, wann wir dann die nächste IM irgendwann mal in Augsburg machen dürfen. In aller Kürze möchte ich Verina Wilds Arbeit vielleicht mit drei Schlagworten charakterisieren. Sie hat ein sehr breites und auch langes Oeuvre im Bereich der Public Health Ethik, viele auch in vielen Gremien dazu schon gearbeitet, weitergehen in so Themen wie soziale Ungerechtigkeit und Gesundheit und eben auch ein sehr spannendes weiteres Themenfeld sind zum Beispiel mobile Gesundheitstechnologien, wie sie jetzt gerade, Stichwort Covid-App, aber eben auch andere im Bereich von Prävention, Früherkennung und so weiter eingesetzt werden. Damit will ich jetzt auch schon enden und freue mich auf Verina Wilds Vortrag. Und denke, Alfred muss dich da jetzt freischalten und du musst, und ja, leg gerne los, Verina. Gut, also ganz herzlichen Dank, Silke, für die freundliche Einführung und auch die Einladung, hier sprechen zu können. Ich freue mich, die Perspektive der Public Health Ethik hier heute beisteuern zu können, auch wenn das nur ein grober Überblick sein kann. Also ich erkläre kurz, was eigentlich Public Health Ethik ist. Dann schauen wir uns die Covid-19-Pandemie aus Sicht der Public Health Ethik an und ich ende mit einem Fazit. Was ist Public Health Ethik? Das Arbeitsgebiet der Public Health Ethik ist Public Health. Und damit hat Public Health Ethik also auch einen breiten, multi- und interdisziplinären Blick auf Gesundheit von Populationen, wie Public Health eben. Perspektiven der sozioökonomischen Forschung, Psychologie, Ökologie, Politik und so weiter sind hier relevant. Die Public Health und Public Health Ethik schauen sich soziale und umweltbedingte Determinanten von Gesundheit an. Soziale sind zum Beispiel Arbeitsbedingungen, sozioökonomischer Status und ähnliches und auch gesundheitliche Ungleichheiten. Und es geht vor allen Dingen um Systeme und Strukturen. Damit steht die Public Health Ethik im Kontrast zu Medizinethik und klinischer Ethik, die ja eher auf das Handeln im klinischen oder pflegerischen Kontext bezogen ist. Da geht es eher um individuelle Handlungen und Themen wie Stärkung der Patientenautonomie. Bei der Public Health Ethik ist der Fokus gar nicht so auf Betonung der individuellen Selbstbestimmung, sondern auf der Frage, wann die Unterordnung individueller Bedürfnisse zugunsten des Gemeinwohls auch gerechtfertigt oder sogar geboten ist. In der Anwendung werden dann Themen wie Tabakverbot oder Impfpflicht oder Ähnliches diskutiert, aber eben auch gesundheitliche Ungleichheit, was daran ungerecht ist und wie man Gerechtigkeit verstehen sollte. Die Public Health Ethik arbeitet also am gemeinwohlorientierten Normen und Werten wie Solidarität, Kooperation, Gerechtigkeit. Und theoretische Grundlagen sind am ehesten in der politischen Philosophie zu finden, hier insbesondere in Gerechtigkeitstheorien. Ich selbst arbeite viel zu struktureller und epistemischer Ungerechtigkeit oder eben in philosophischen und anwendungsbezogenen Diskussionen dieser Normen, die ich hier eben gerade genannt habe. Ganz kurz, was sind leitende Werte in einer Pandemie in der Public Health Ethik? Also es gibt ja schon lange Pandemieethik aus Sicht der Public Health Ethik, nicht erst seit Covid-19. Die Pandemie betrifft uns ja alle. Und wir alle haben in dieser Pandemie natürlich gleiche individuelle moralische Rechte wie Recht auf körperliche Integrität, freiheitliche Grundrechte oder Würde auch. Aber wir sind natürlich nicht allein in der Welt, das ist klar, wir stehen immer in Beziehungen und diese Beziehungen werden eigentlich durch das Virus noch verstärkt. Wir sind also von der Kleinstgruppe bis zur Global Community miteinander verbunden. Und unsere individuellen Handlungen haben potenziell schwerwiegende Auswirkungen auf andere. Bei einer Pandemie, wo das Virus nicht therapeutisch bekämpft werden kann.
Und auch die Infektionsschutzmaßnahmen haben potenziell schwerwiegende Auswirkungen auf eigentlich alle. Das Handeln in der Public Health Ethics sollte also, um das bestmöglich hinzukriegen mit einer Pandemie, auf ethisch angemessene Art und Weise im Sinne des Gemeinwohls ausgerichtet werden. Also im Sinne von Solidarität, weil wir eben alle hiermit betroffen sind, im Sinne von Kooperation, Übernahme von Verantwortung, auch Gerechtigkeitsdimensionen und Vertrauen. Auf die Maßnahmen, ja, da kommen wir gleich noch detaillierter drauf zu sprechen. Hier kurz einführende Literatur der Public Health Ethik. Schauen wir uns nun die Covid-19-Pandemie aus Sicht der Public Health Ethik an. Und ich möchte da beginnen mit der Situation in Bayern und auch wie ich das hier erlebt habe. Im März 2020, wir können uns wahrscheinlich ja alle noch erinnern, das war in Deutschland ähnlich, aber in Bayern ganz besonders hatten wir täglich steigende Fall- und Todeszahlen. Wir hatten täglich weitreichendere NPIs, also nicht pharmakologische Interventionen zum Infektionsschutz. Es gab ja keine Möglichkeit, dieses Virus anders zu bekämpfen, außer durch Social Distancing Maßnahmen, also Schließungen von Schulen zum Beispiel, die Menschen verlegten, wenn es ging, ihre Arbeit ins Homeoffice, Absagen von Veranstaltungen, Besuchsverbote in Heimen und so weiter. Also die Infektionsketten sollten unterbrochen werden. Die erste Ausgangssperre deutschlandweit wurde am 18.03. hier in Bayern ausgesprochen und am 19.03. erreichte mich dann eine Anfrage des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Ich hatte da eigentlich meine Dienste als medizinisch ausgebildete Person angeboten und sie sagten dann, eigentlich brauchen wir ganz dringend ethische Beratung. Sie haben mir dann 4 Fragen gestellt mit der Bitte um möglichst rasche Beantwortung. Sie bezogen sich da teilweise auf die Modellierungsstudie von Neil Ferguson und anderen vom Imperial College of London. Diejenigen, die diese Studie kennen, wissen, dass sie die Maßnahmen in vielen Ländern auch weitreichend mit beeinflusst hat. Und sie fragten dann also, wie sollen wir denn diese nicht pharmakologischen Interventionen, die Infektionsschutzmaßnahmen, ethisch abwägen bei fehlender empirischer Evidenz? Wir wissen so wenig über das Virus, wir wissen so wenig über die Wirksamkeit der NPIs. Gibt es da Kriterien, die uns helfen können, die Entscheidung besser zu treffen? Und es kam auch die Frage, sollte die Anzahl der Toten das ethisch dominierende Kriterium sein? Wir haben uns dann zusammengetan mit einer internationalen Gruppe von Personen, die sich in Public Health Ethik und Pandemieethik sehr gut auskennen, sodass wir nach 4 Tagen, wir haben alle auf Google Docs gearbeitet, gleichzeitig und konnten dann nach 4 Tagen unsere Stellungnahme, unsere Ad-Hoc-Public-Health-Ethik-Beratung übermitteln an das Bayerische Landesamt. Es basierte eben auf der sehr umfangreichen Literatur zu Public-Health-Ethik und Pandemie-Ethik. Ich bringe hier einen Auszug aus den Antworten, die wir da recht ausführlich ausgearbeitet haben, sind auch im Gesundheitswesen abgedruckt in ihrer Ausführlichkeit. Wir haben also gesagt, der Schutz vor einer Erkrankung, in diesem Fall also Covid-19, ist nicht das einzige und nicht unbedingt das höchste Gut, sondern wir brauchen aus Public Health ethischer Sicht einen breiten Blick auf insgesamt gute Lebensbedingungen für alle. Die ethisch angemessene Antwort aus Sicht der Public Health Ethik hat immer 2 Komponenten. Zum einen die Viruseindämmung, die mit allen Mitteln natürlich umgesetzt werden sollte, und Reduktion der Belastung des gesellschaftlichen Lebens, die ebenfalls mit allen Mitteln umgesetzt werden sollte. Restriktionen, also Einschränkungen der individuellen Freiheit, wie zum Beispiel Kontaktbeschränkungen, sind rechtfertigbar im Sinne des Gemeinwohls. Damit es allen besser geht letztendlich, sollen die Infektionszahlen reduziert werden und Kapazitäten im Gesundheitswesen zu erhalten. Aber die Entscheidung über die Infektionsschutzmaßnahmen sollten sektorübergreifend getroffen werden. Also es müssen Bereiche wie Bildung, Arbeit, Wirtschaft, Familien, Pflegeheime, Schulen, psychische Gesundheit, Wohnen, die Situation der Saisonarbeiter und so weiter, alle mit berücksichtigt werden.
Es muss eine Abwägung mit Schäden stattfinden, die durch die Einschränkung entstehen können. Und auch langfristige Effekte müssen jetzt schon antizipiert werden. Es müssen jetzt schon Maßnahmen anlaufen, um denen entgegenzuwirken. Bei Pandemien ist grundsätzlich davon auszugehen, dass benachteiligte Bevölkerungsgruppen sowohl durch das Virus als auch durch Infektionsschutzmaßnahmen besonders belastet werden. Und deshalb müssen die Risiken für benachteiligte Gruppen besonders in den Blick genommen werden. Es müssen sofort Vorkehrungen zur Verringerung von jetzt an wahrscheinlich zunehmenden medizinischen und sozialen Ungleichheiten vorgenommen werden. Die einschränkenden Maßnahmen dürfen nur so kurz wie möglich sein. So gut wie möglich sollten sie kompensiert werden, zum Beispiel durch finanzielle Unterstützungen, Reduktion der Miete oder ähnliches. Alternative Maßnahmen müssen ausgeschöpft werden, also Hochfahren der Maskenproduktion, Hochfahren der Beatmungsgerätkapazitäten und so weiter. Sie müssen rechtskonform sein und die Rücknahme muss durch einen Prozess irgendwie gesichert sein. Es müssen sofort Studien durchgeführt werden zum Virus und zu den Infektionsschutzmaßnahmen. Dabei muss auf Qualität der Studien geachtet werden. Und wir haben auch hier und dann auch in einem späteren Policy Brief noch weiter ausgearbeitet, dass in einer Pandemie transnationale und globale Kooperation und Solidarität gefördert werden müssen. Denn alleine kommt man aus einer Pandemie natürlich nicht heraus. Das andere, was wir aufgeschrieben haben, waren prozedurale Prinzipien. In den politischen oder gesundheitspolitischen Entscheidungen, dass also die Entscheidungsträger Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht übernehmen, dass es eine Möglichkeit der Beteiligung aller Betroffenen geben muss, wenn also über Arbeitnehmende zum Beispiel entschieden wird, sollten sie an den Prozessen mit beteiligt sein. Es muss eine Transparenz in den politischen Entscheidungsprozessen geben und eine Offenheit für die Bürgerinnen und Bürger, um das nachzuvollziehen. Die Entscheidungen müssen angemessen sein, das heißt, sie müssen auf anerkannten Gründen getroffen werden, also Evidenz, Prinzipien, Werten. Es muss Revisionsmöglichkeiten geben und auch eine Anpassungsfähigkeit, wenn neue empirische Evidenz kommt, dass man dann eben die Maßnahmen auch ändern kann. Hier ist Literatur zur Pandemieethik aus Sicht der Public Health Ethik und ich klammere hier gerade Fragen zu Triage komplett aus. Das ist eine ganz andere Literatur. Hier werden also diese Dinge besprochen, die ich eben vorgestellt habe. Ich mache jetzt eine Bestandsaufnahme der Krise. Das ist also alles im März passiert. Wir haben diese Stellungnahme abgegeben. Wie hat sich das nun entwickelt? Die Silke hat es ja eben auch schon angesprochen. Also wir haben auf der einen Seite aus biologischer Sicht ein extrem tückisches Virus, da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, warum das so tückisch ist, mit Risiken für ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen, ganz besonderen Risiken. Weltweit haben wir Stand heute fast 1 Million Tote. In Deutschland haben wir im internationalen Vergleich relativ gute Zahlen, was Morbidität und Mortalität angeht. Wir haben im Vergleich eine relativ gute Wissenschaftskommunikation. Es wurde der Bevölkerung recht gut erklärt, was hier passiert und auch das Präventionsparadox zum Beispiel. Es gibt eine recht hohe Akzeptanz der nicht pharmakologischen Interventionen und auch viele Beispiele für Solidarität und Kreativität in der Bevölkerung. Die Wirtschaft ist natürlich extrem eingebrochen, aber nicht so stark gesunken wie in anderen Ländern. Und es gibt sehr gute medizinethische Beratung zu Fragen der Triage. Das haben wir ja eben gesehen. In den letzten Monaten habe ich viel mit internationalen Kolleginnen und Kollegen gearbeitet. Ich habe immer wieder gehört, ihr macht das so toll in Deutschland. Also es ist the beacon of pandemic management sozusagen. Aber was wir natürlich auch haben, und das ist dann eher der Blick der Public Health Ethik, eine extrem komplexe biopsychosoziale Krise, so nenne ich das jetzt mal. Zum einen trifft die Pandemie, trifft das Virus sozial benachteiligte Gruppen härter. Das haben wir jetzt in vielen Ländern gesehen. Aber was wir auch haben, ist, dass Kinderleid zum Beispiel durch die verschiedenen Lockdown-Maßnahmen, Schulschließungen belasten Mütter besonders. Die Bildungsungleichheit wird verschärft. Die Isolation als Belastung für die psychische Gesundheit ist viel diskutiert worden. Die Belastung in den Pflegeheimen, wo keine Besuche möglich waren. Verschiedene Berufsgruppen im Bereich, also Solo-Selbstständige, Künstler, Freiberufler, Gastronomie, Tourismus und so weiter. Da gibt es besonders viel Zukunftsangst und wirtschaftliche, auch zum Teil sehr große Sorgen. Viele schieben die Vorsorge für andere Erkrankungen hinaus oder sind auch bei Symptomen nicht ins Krankenhaus gegangen,
weil sie Angst vor einer Infektion hatten. Viele Kinder sind wohl dieses Jahr viel zu schlecht geimpft worden weltweit, sodass da auch weitere Ausbrüche von Infektionskrankheiten möglich sind. Die globale Armut nimmt zu, der globale Hunger nimmt zu. Also es ist eine so vielschichtige biopsychosoziale Krise. Und hier wird sehr klar, dass dass diese Pandemie die medizinische und soziale Benachteiligung von bestimmten Gruppen ganz besonders verschärft. Wir brauchen also eigentlich eine substanzielle Theorie der Gerechtigkeit, die diese komplexen Benachteiligungen in den Blick nimmt. Und hier hat die Public Health Ethik wirklich viel zu bieten, viel in den letzten Jahren erarbeitet. Es stellen sich weitere Fragen, welche Vulnerabilitäten und schon bereits manifeste Schäden gibt es? Wie könnte man diese Vulnerabilitäten priorisieren? Wo soll man zuerst anfangen, wenn man nicht genügend Ressourcen für alle hat? Sind Impfausweise oder mobile digitale Apps Möglichkeiten, um aus dieser Krise herauszukommen? Wie ethisch wie soll man eigentlich abwägen? Schulschließung versus Fallzahlen, insbesondere angesichts epistemischer Unsicherheit. Wann ist ein potenzielles Risiko oder manifester Schaden nicht mehr tolerierbar? Wie werden wir globaler Verantwortung gerecht? All das sind Fragen, die Public Health Ethik schon länger diskutiert und die jetzt also verstärkt diskutiert werden müssen. Das andere, was ich jetzt epistemische Krise nenne, ist etwas, was, glaube ich, noch gar nicht genug Beachtung bekommen hat, was wir aber aus ethischer Sicht auch sehr genau in den Blick nehmen müssen. Zum einen müssen eben politische, institutionelle und persönliche Entscheidungen andauernd jeden Tag wieder auf Basis unsicherer empirischer Evidenz getroffen werden. Da ist also es ist einfach noch so vieles unklar. Außerdem gibt es eine fehlende Partizipation oder gehört und gesehen werden bestimmter Gruppen in der Pandemie. Das wird auch immer klarer. Es zeigt auch jetzt eine aktuelle Studie von Kolleginnen hier aus München, aus Public Health. Sie haben untersucht, wer an den Entscheidungsprozessen und in Expertengremien in den Bundesländern beteiligt war. Den Großteil bildeten in allen Bundesländern medizinische Fachberater. Aber Disziplinen, die eben diesen breiten Blick auf die Pandemie mit all ihren, mit der Vielschichtigkeit haben, Disziplinen wie Public Health, Ethik, Soziologie, Wirtschaft, Recht, waren weit geringer beteiligt. Und soweit ich das jetzt gelesen habe, Bürgervertretung, Bürgerinnenvertretung, NGOs und Verbände waren gar nicht vertreten. Und der dritte Punkt, der natürlich schon lange auch ein Problem ist, ist die Kommunikation in der digitalen Welt und vor allen Dingen in den sozialen Medien. Was wir sehen und was ich jetzt über die letzten Monate sehr viel beobachtet habe, ist, dass die sozialen Medien als Ort der Polarisierung immer stärker hier für große Irritationen sorgen, was Covid-19 angeht. Es führt zu Anschuldigungen, Lagerbildungen, Verschwörungstheorien werden hier natürlich geteilt und Alternative Facts geschaffen und geteilt. Was eben diese epistemische Krise nochmal extrem verschärft und ein Problem ist für zum Beispiel das, was ich vorhin gesagt habe, die leitenden Werte in der Pandemie sind ja am Gemeinwohl ausgerichtet, müssen ein Gefühl der Solidarität muss eigentlich gestärkt werden und das Vertrauen muss auch noch gegeben sein in Entscheidungsträger, in Wissenschaft, in Politik und Medien und das wird hier also extrem stark irritiert. Hier habe ich die nochmal zusammengefasst, die Themen für die Public Health Ethik. Und ich komme zu einem Fazit. Wir haben also aus epidemiologischer Sicht eigentlich einen vergleichsweise guten Verlauf, also wirklich sehr guten Verlauf der Pandemie in Deutschland. Aber die Frage ist, ob diese komplexere biopsychosoziale und epistemische Krise, die ich auch noch beschrieben habe, tatsächlich gut genug in den Blick genommen wurde, auch global. Die Stellungnahme, von der ich am Anfang gesagt habe, die wir geschrieben haben für das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, zielte ja eigentlich genau auf diese komplexeren Fragen. Aber
Ich denke mal, der multisektorale Ansatz, den wir da vorgeschlagen haben, den Public Health insgesamt vorschlägt im Sinne des Gemeinwohls, müsste noch stärker gefordert werden, weil wir eben ein großes Risiko zunehmender Ungleichheiten und Belastungen haben, die vielleicht noch nicht gut genug erhoben werden, vielleicht noch nicht genug verstanden worden sind, sodass auch die Maßnahmen gar nicht so zielgenau entwickelt werden konnten. Und was ich eben mit der epistemischen Krise beschrieben habe, wir haben eben einen drohenden Verlust von Solidarität und Vertrauen. Und beides sind wirklich Grundpfeiler für Pandemiebekämpfung. Aus ethischer Sicht müssen wir uns dem also sehr stark zuwenden. Ich denke, die Public Health ethische Perspektive müsste gestärkt werden. Wir haben in Deutschland tatsächlich keine substanzielle Public Health Ethik in Forschung und Lehre. Wir haben natürlich individuelle Aktivitäten, aber wir haben es nicht wirklich als wissenschaftliche Disziplin gut aufgebaut. Wir brauchen sie für substanzielle und prozedurale Unterstützung in der Bewältigung dieser Krise, die akut und langfristig ist, gesundheitlich und sozial, national und global. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und ich danke auch all meinen Co-Autorinnen und wirklich ganz engagierten Public Health Ethikerinnen, die in den letzten Monaten so zusammengearbeitet haben und auch den Mitgliedern der Ethik AG des Kompetenznetz Public Health Covid-19 und auch dem gesamten Kompetenznetz, auf das ich nochmal hinweisen möchte, da werden tatsächlich sehr, sehr gute Handreichungen erarbeitet, die diesen breiten Blick auf die Pandemie ausleuchten. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Verena, für diesen, finde ich, sehr guten und auch uns alle nochmal sagen, vor Augen führenden Vortrag, wie sich da in der kurzen Zeit, was sich da alles getan hat. Und ich schätze auch sehr, dass du jetzt erstmal sagen, ja, das Spektrum dieser vielfältigen Fragen aufgeworfen hast. Nichtsdestotrotz will ich jetzt quasi vielleicht auch noch unter dem Eindruck der Diskussion vorher quasi noch mal so ein bisschen, ja, eine fiese Frage stellen, gewissermaßen Priorisierung dieser Fragen, die du aufgeworfen hast. Weil du hast ja selber gerade deutlich gemacht, dass viele, also dass es da eben eine ganze Reihe von komplexen Zusammenhängen gibt. Wo würdest du, oder wird das sozusagen auch in eurem Ethiknetzwerk zu Public Health Ethik schon diskutiert, wo man jetzt als erstes ansetzen müsste? Du hast eine Andeutung gemacht, Stichwort vulnerable Gruppen. Aber könntest du das noch ein bisschen ausführen? Oder würdet ihr sagen, diversifizieren, wir wissen gar nicht? Ja, also ist das ein Thema in der Public Health Ethik-Forschung? Das ist schon ganz lange ein Thema. Das ist jetzt nicht konkret ein Thema in Bezug auf Covid-19 in unseren Diskussionen. Aber ich würde dazu sagen, dass der Grundansatz wirklich diese Idee sein muss, wir sind alle betroffen. Und dieser breite Blick muss sozusagen uns in der Pandemie die ganze Zeit begleiten. Und genau dieses Priorisieren, auf wen stützen wir uns jetzt besonders oder welches Lager, geht es jetzt um Virusbekämpfung oder geht es darum, die Schulen aufzuhalten oder so, genau das, dem müssen wir entgegenwirken, dass es eben nicht in diese Lager auseinanderfällt, sondern dass wir im Prinzip von dem ethischen Leitwert her versuchen zu sagen, wir sehen das, wir hören das, wir mappen das und wir versuchen sozusagen an allen Ecken und Enden hier Unterstützung zu bieten. Das ist so der Grundgedanke. Und wenn man dann feiner hinschaut, es geht natürlich nicht, man kann natürlich nicht allen gleichzeitig helfen, feiner hinschaut, dann gibt es in der Public Health Ethik schon ganz gute Theorien der sozialen Gerechtigkeit, wo dann geschaut wird, welche Benachteiligungen zum Beispiel sind strukturell bedingt. Also sind Benachteiligungen, aus denen man selber ganz schlecht sich selbst befreien kann. Oder welche Gruppen haben wir noch gar nicht angehört? Epistemische Ungerechtigkeit. Wo müssen wir genauer nochmal überhaupt erstmal das zu Gehör bringen, dass da Benachteiligung stattfindet? Und wenn man diese eher strukturelle Benachteiligung priorisiert, glaube ich, kann das hilfreich sein, weil die anderen sich sozusagen noch ein bisschen selber helfen können. Und in der strukturellen Benachteiligung kann man dann auch nochmal clustern, kann man dann auch nochmal schauen, wer ist besonders in der Sicherheit bedroht, wer ist besonders im Überleben wegen Hunger oder Ähnlichem bedroht. Kinder sind oft als, die können sich
gar nicht selber helfen sozusagen. Kinder werden oft genannt als eine Gruppe, auf die man extra nochmal schauen muss, um da Unterstützungsangebote zu bieten. Und da, glaube ich, gäbe es schon, wenn man einmal diese ganzen Benachteiligungen, Vulnerabilitäten mappen würde, und das haben wir ja noch nicht mal, wir haben noch nicht mal ein ordentliches Mapping, was ist eigentlich los, dann kann man schon mithilfe dieser gerechtigkeitstheoretischen Argumente schon auch gucken, wo müssen wir jetzt verstärkt ansetzen, sagen wir es mal so. Ich höre dich nicht. Ja, ich ein bisschen auch mit Blick, mit Augen auf den Chat habe ich jetzt noch eine zweite Frage, die aber noch mal ein bisschen genereller ist. Und zwar, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, die epistemische Krise. Mhm. Das beschäftigt auch einige gerade im Chat, aber noch mal ein bisschen abstrakter formuliert. Ist das eigentlich was wirklich spezifisch ist für Covid-19? Also ich möchte daran erinnern, dass zumindest wenn es um neue Technologien in anderen bioethischen Debatten gibt, wir sprechen vielleicht nicht, wie du gerade gesagt hast, von Krisen, aber das Thema Unsicherheit, Ungewissheit und letztlich gibt es da ja auch Skeptiker, wie soll man jetzt die Risiken einschätzen und langfristige Folgen und so weiter sind völlig unklar. Was ist, würdest du jetzt sagen, doch spezifisch? Oder ist da wirklich eine Spezifität drin, erstmal so offen gefragt, was diese epistemische Krise bei Covid-19 angeht? Also zum einen möchte ich sagen, dass wir diese epistemische Krise insgesamt haben. Wir hatten sie auch schon vorher auf ganz viele Themen. Neue Biotechnologien, denke ich, da spielt der Punkt, wir haben keine empirische Evidenz, was die dann eigentlich im Kleinen und auch im Großen bewirken in der Gesellschaft. Das ist sicher ganz ähnlich. Und auch in der Frage, wer wird gehört, wenn eine neue Technologie eingeführt wird, haben wir eigentlich dürfen alle mitsprechen. Die Partizipation ist da vielleicht auch nicht so gegeben. Aber was ich glaube, was schon speziell ist, ist das, was auf Social Media passiert. Was ich bei Biotechnologien fällt mir jetzt kein Beispiel ein, was so aufgeladen ist. Schwangerschaftsabbruch, wenn du das jetzt als neue Technologie sehen würdest, da vielleicht schon. Aber sonst ist das Definierende der Pandemie ja, dass es alle betrifft. Und dadurch ist irgendwie auf Social Media auch dieses Betroffensein auch nochmal universaler und noch emotional aufgeladener. Vielleicht, es wird wahnsinnig politisch aufgeladen auch. Und das Problem ist, dass wir den Zusammenhalt brauchen. Wir brauchen die Solidarität und Kooperation. Wir können diese zersetzenden Tendenzen, wo mit Anschuldigungen und Wissen, Experten und so weiter in Zweifel gezogen werden, wir können das im Moment wirklich nicht gebrauchen, um aus dieser Pandemie rauszukommen. Und das ist nochmal speziell, dass sozusagen durch diese Tendenzen auf Social Media die Grundpfeiler, um das zu schaffen, so untergraben werden. Und deshalb glaube ich, dass wir gerade jetzt mit Covid-19 oder auch mit Klimawandel, passieren ähnliche Dinge, dass wir da ganz besonders als Ethikerinnen und Ethiker auch gefordert sind, hinzuschauen. Ja, das finde ich überzeugend, dass man vielleicht nochmal sich vor Augen führt bei epistemischer Unsicherheit in Bezug auf bestimmte Techniken, also zum Beispiel, ja, man könnte sagen, jetzt vielleicht Keimbahntherapie oder so, betrifft uns das wirklich alle oder nicht? Manche würden wahrscheinlich schon sagen, naja, in the long run wird es uns als Menschheit auch betreffen. Also sagen diese Vorstellung, was ist dieses Alle? Ne? Ist das quasi jetzt nur im Hier und Jetzt gedacht oder versteht man es eher, sagen, grundsätzlicher als die Menschheit? Ich möchte einen Punkt direkt schon jetzt aus der Diskussion aufgreifen, der schon am Anfang gefallen ist. Stichwort Eigenverantwortung. Also das geht nochmal, knüpft ein bisschen ja auch an die Frage an Kritiker, die sagen auch epistemische Krise letztlich erstmal als nachvollziehbare Rechtfertigung eventuell nutzen können, sich zum Beispiel auch nicht an Maßnahmen zu halten, bis hin zu solchen, die das zwar glauben, aber selbst eigentlich das ignorieren. Also welche Rolle sollte aus Public Health Ethik-Perspektive Eigenverantwortung spielen oder welche kann es überhaupt spielen? Ja, riesige Frage und gibt es auch irre viel Literatur zu.
Also die Antwort ist auch hier wieder, natürlich muss individuelle Verantwortung eine Rolle spielen und das muss man auch mit einrechnen und das wird auch mit eingerechnet in den Public Health Maßnahmen. Wir gehen davon aus oder die politische Entscheidungsfindung auch geht davon aus, dass das auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt in gesundheitsbezogenen Entscheidungen. Die große Diskussion da ist aber auch wieder gerechtigkeitsbezogen. Wer kann denn überhaupt individuell Verantwortung übernehmen? Und ist das, kann man das, hat man den gleichen Grad der Freiheit, um Verantwortung zu übernehmen? Also wenn ich darauf angewiesen bin, noch zu meiner Arbeitsstelle zu gehen, weil ich, weiß ich nicht, U-Bahn-Fahrerin bin oder so, dann kann ich natürlich nicht diesen Teil der individuellen Verantwortung übernehmen, dass ich zu Hause bleibe und auch meine Familie schütze vor dem Virus. Ich muss da rausgehen und das ist oft, hängt oft zusammen mit der Stellung, die man in der Gesellschaft hat, dass eben der Freiheitsgrad, überhaupt individuelle Verantwortung zu übernehmen, auch geringer wird, je tiefer man auf dieser sozialen Leiter steht sozusagen. Also die individuelle Verantwortung hängt eng mit der Frage wieder nach sozialer Gerechtigkeit zusammen, sodass man nicht einfach sagen kann, wir bauen jetzt auf individuelle Verantwortung. Und schon gar nicht kann man das, weil es natürlich immer Egoisten gibt, die sich da nicht dran halten werden. Aber selbst wenn alle das wollten, ist es gar nicht gleichberechtigt umsetzbar. Und deshalb muss immer sozusagen auch eine weitere Ebene an Verantwortung übernommen werden von anderen, von Institutionen, von der Politik, um das insgesamt ganz gut zu schaffen. Mhm. Gut, ich würde noch gerne eine weitere Frage aufgreifen. Das kann man letztlich auch ein bisschen jetzt aus dem Stichwort Eigenverantwortung vielleicht ableiten, nämlich die Frage der Bereitschaft, sich, wenn es denn mal möglich wäre, impfen zu lassen oder genereller gefragt, der Bezug zur Herdenimmunität. Also Claudia hat jetzt hier nochmal aufgeworfen, weil das natürlich eher auch ein altes Thema aus anderen Pandemie-Diskussionen ist. Gibt es denn eine bestimmte sagen auch Positionierung der Public Health Ethik zum Thema Herdenimmunität? Also ist das quasi ein Ziel in sich, das man sozusagen versuchen sollte zu erreichen mit verschiedenen Maßnahmen? Oder wo wären auch hier die vielleicht Grenzen zu ziehen? Ja, also das haben wir jetzt in diesen vielen, vielen, vielen Diskussionen, die wir geführt haben, Dokumenten, die wir geschrieben haben, haben wir das noch nicht zum Thema gehabt. Deshalb kann ich da nicht viel zu sagen. Das ist eigentlich interessant. Warum hatten wir das noch nicht zum Thema? Also soweit ich das verfolgen kann, ist die Herdenimmunität aus epidemiologischer Sicht im Moment einfach, was dieses Virus angeht, keine plausible Strategie. Es würden zu viele sterben, wenn wir das jetzt als Weg anstreben würden. Das ist sozusagen mein Stand der Dinge, was die empirische Evidenz angeht. Wenn sich die empirische Evidenz ändert, natürlich kann man das dann natürlich ist das ein Ziel, Herdenimmunität letztendlich. Aber im Moment ist das, soweit ich weiß, kein ernstzunehmender Vorschlag, den wir jetzt sozusagen abwägen müssten, ob wir das nicht machen sollten. Im Sinne von, wir lassen jetzt alle Maßnahmen weg und dann kommt das schon. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage überhaupt richtig verstanden habe. Naja, ich verstehe. Verstehe jetzt schon die Frage von Claudia so, oder das wäre jetzt auch meine Interpretation, ist sozusagen Herdenimmunität etwas, was man sagt, naja, die kann man jetzt sagen, entweder über den Infekt oder über eine Impfung erzielen. Mhm. Und da wäre aber es ist letztlich was in the long run eventuell den größten Schutz bringt, vielleicht nicht kurzfristig. Ja, aber also müsste doch jegliche Public Health sagen, diese beiden Wege gehen. Also und man käme gar nicht daran vorbei. Würdest du das so teilen, die Einschätzung? Ja, ich denke, das ist immer das Ziel bei Infektionserkrankungen, dass wir das auf die ein oder andere Art und Weise erreichen. Also das wäre natürlich großartig, wenn wir das hätten. Mhm. Und dafür wollen wir auch die Impfung irgendwann haben, um diese Herdenimmunität zu erreichen. Aber dieser zu schnelle, zu unvorsichtige Weg, der ist, glaube ich, keine ernstzunehmende Alternative. Mhm. Ja, ich würde gerne noch einen letzten Punkt aufgreifen, weil es natürlich auch jetzt darum ging, wie geht man zum Beispiel mit Kritikern
solcher Public Health Maßnahmen um? Und einerseits ja, ist es ja auch nicht ganz unproblematisch, Kritiker dann gleich als Verschwörungstheoretikerinnen abzuklassifizieren oder, das kennen wir tatsächlich ja auch aus anderen bioethischen oder Kontroversen, dass man sagt, da gibt es halt dieses enorme Wissensdefizit in der Öffentlichkeit, die haben das einfach immer noch nicht richtig verstanden, da müssen wir noch mehr investieren. Und manchmal wissen wir eben, oder inzwischen wissen wir, dass eigentlich man eben auch kontrovers, also mit guten Gründen zu solchen Positionen stehen kann. Also ja. Wo würdest du da nochmal in diese Richtung ansetzen, aus der Public Health Ethics Perspektive? Also ich glaube, wenn sozusagen idealerweise alles von Anfang an aus Public Health ethischer Perspektive sehr gut begleitet gewesen wäre, dann wäre viel Belastung vielleicht schon antizipiert worden, besser antizipiert worden, sodass bestimmte Gruppen von Anfang an mehr in den Blick genommen worden wären. Also zum Beispiel, sagen wir, Familien, Eltern und Kinder mit der ganzen Schulproblematik. Das hätte man, glaube ich, schon eher abfedern können. Und diese Personen wären dann jetzt nicht so in dieser wirklich, wirklich substanziellen Belastung und auch in dem Frust. Warum macht ihr das? Denn man verliert die Leute, glaube ich, unterwegs, wenn man da eben das nicht antizipiert. Und diese Menschen kann man, glaube ich, gut erreichen, wenn man sagt, wir setzen uns hin, wir hören uns das an. Was habt ihr zu sagen? Was können wir tun? Und dann auch Maßnahmen entwickelt. Aber ich glaube, es gibt auch, und das sind ja auch Kritiker und ganz zu Recht auch Kritiker dieser Art und Weise, wie mit der Pandemie umgegangen wird. Aber dann gibt es, glaube ich, einen Teil von Menschen, die eben an diese Verschwörungstheorien so stark glauben, dass das ist ein ganz anderes Feld. Und ich würde gerne besser wissen, wie man damit umgehen kann. Ich würde das gerne besser aus meiner Scientific Community wissen. Ich würde da gerne mehr zu lesen, weil ich glaube, dass es moralisch relevant ist, was da passiert. Mhm. Aber ich habe da noch keine guten Ideen und ich glaube, wir müssen uns dem wirklich dringend zuwenden, weil das nicht, dieses Problem wird bleiben und sich vielleicht sogar verstärken. Das hat ja auch schon so viel beeinflusst über die letzten Jahre und wird noch viel beeinflussen, dass, und da fehlen mir die Ideen, ich weiß es nicht. Mhm. Okay, das wäre schon mal angedeutet ein wichtiges Forschungsfeld, dem man sich widmen müsste. Ich würde eine Frage gerne noch aufgreifen, die, glaube ich, auch so ein bisschen das Spannungsfeld des heutigen Tages mit abdeckt, nämlich wie verhält sich eigentlich die Public Health Ethik zur Medizinethik? Du hast ja selbst eigentlich in deinem Vortrag nochmal stark gemacht. Hier geht es gerade nicht um das Arzt-Patienten-Verhältnis oder sagen individuelle, professionelle, ethische Orientierungsmöglichkeiten, sondern der Blick ist immer das Kollektiv, es ist die Gruppe. Und ist das nicht letztlich ein Konflikt oder können wir sagen, ja, die einen machen halt Public Health Ethik und die anderen Medizinethik, aber das Ziel müsste doch in unserem solidarischen Gesundheitswesen sein, dass wir das wieder zusammendenken. Mhm. Und wie könnte man das machen? Ja, also meine persönliche Vision ist, dass das nicht so getrennt ist. Ich bin ja auch selber Ärztin und arbeite jetzt in Public Health Ethik. Ich habe also ganz schon allein aus meiner Biografie heraus einen ganz starken Fokus auch auf die individuellen Interaktionen. Und für mich war das nie so ein stark getrenntes Feld, weil das Individuum natürlich immer in Gemeinschaften, in Gesellschaften steht. Und das sagen ja auch viele Medizinethiker sozusagen. Diese relationale Komponente ist ja auch in der klassischen Medizin und Bioethik sehr bedeutend. Und also langfristig glaube ich auch, dass die Medizin an sich, so wie sie auch gelehrt werden sollte, in diesen gesellschaftlichen Kontext gestellt werden sollte. Also, dass eben die Umweltbedingungen und die sozialen Determinanten von Gesundheit und so weiter
einen Einfluss letztendlich auch auf das Individuum haben, dass irgendwie das ärztliche oder pflegerische System sich auch damit auseinandersetzen muss. Also meine persönliche Vision ist es eigentlich, strukturell auch wieder eher zusammenzubringen. Aber Public Health Wissenschaftler weisen mich auch immer wieder darauf hin, dass es wichtig ist, diesen Unterschied zu machen, weil es im Moment noch nicht stark genug ausgebaut ist. Wir haben diesen Fokus noch nicht genug erreicht, um es schon wieder zusammenzubringen. Also wir sind immer noch so sehr in den individuellen Handlungen, in der individuellen Selbstbestimmung und Autonomie oft verfangen, dass wir diese gemeinschaftliche, diese kollektive Ausrichtung erst nochmal stärken müssen, bevor es dann wieder besser zusammengehen kann. Wasser auf meine Mühlen, gerne. Ich würde gerne zum Schluss vielleicht dich auch nochmal bitten, wo denkst du jetzt auch für uns als Fachgesellschaft, die ja eher sich erstmal aus der Medizinethik kommt, versteht, aber sich jetzt öffnet eben auch für Public Health Ethik. Wo könnte es jetzt konkret auch weitergehen und welche Möglichkeiten gibt es zum Beispiel jetzt auch für Mitglieder der IAM, sich weiter in dieses Thema hinein zu bewegen? Also wir haben natürlich Aktivitäten wie die Ethik AG im Kompetenznetz Public Health Covid-19 und wir planen auch was in der IAM. Also ich weiß noch nicht, wie weit ich das schon sagen kann, aber ich hoffe, dass das klappt. Das sind beides, sollten beides oder sind de facto international ausgerichtete Gruppen, weil eben die Man- und Woman-Power in Deutschland noch zu klein ist. Da kann man sich natürlich anschließen. Aber was wir strukturell, institutionell brauchen, ist auch eine Stärkung der Public Health Ethik als Disziplin, als wissenschaftliche Disziplin überhaupt. Denn das ist einfach nicht verankert und da müssen wir also strukturell sozusagen weiter anstrengen, das tun wir auch schon seit Jahren, Anstrengung leisten, dass wir das als Disziplin überhaupt erstmal ins Gespräch bringen und dann Schritt für Schritt auch als Wissenschaft aufbauen. Gut, erstmal ganz herzlichen Dank an dich und auch an die Kolleginnen und Kollegen, die uns Input in die Diskussion gegeben haben. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir danken dir, dass du es heute möglich machen konntest, dabei zu sein. Und freue mich jetzt sozusagen auf unseren nächsten Referenten. Ich freue mich sozusagen, dass wir jetzt einen wichtigen Punkt aufgreifen, der schon auch mit dem Stichwort Impfung vielleicht so ein Stichwort ja naheliegt zur Forschungsethik, aber forschungsethische Fragen im Kontext von Covid-19 sind eigentlich viel, viel breiter und deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass wir hierfür einen äußerst kompetenten Referenten gewinnen konnten. Ich möchte gerne nochmal Professor Sebastian Graf von Kiemanseck vorstellen. Er hat seit 2014 den Lehrstuhl für öffentliches Recht und Medizinrecht an der Universität in Kiel inne und ist vielleicht den oder einigen von uns eben auch gut bekannt, dass er ja auch schon längeres Mitglied im Vorstand des Arbeitskreises der Medizinischen Ethikkommission ist und da eben auch genau mit dem Thema, was wir jetzt vertiefen wollen, intensiv beschäftigt und auch seine Forschungsschwerpunkte, würde ich sagen, auf die drei wichtigsten, die zumindest auch für uns aus medizinethischer Sicht wahrscheinlich relevant sind, nämlich sozusagen das Recht, also Rechtsfragen im Bereich klinischer Forschung, eine ganze Palette, die er dort bearbeitet. Dann ein weiteres wichtiges Thema, alles um die Biobanken und natürlich grundsätzlich eben auch Grundrechtsdogmatik. Und ich nehme an, Herr von Kiemanseck, Sie haben schon in der ersten Session das Thema Triage intensiv verfolgt. Aber jetzt wollen wir in Ihrem Vortrag vielmehr sozusagen über die ganzen Herausforderungen bezüglich der forschungsethischen Dimension, die sich jetzt mit und um Corona und Covid-19 entspannt haben, etwas vertiefen. Sie müssten wahrscheinlich jetzt Ihren Bildschirm freigeben. Das versuche ich jetzt gerade. Ja. Können Sie den sehen? Noch nicht. Noch nicht. Dann müssten Sie ihn jetzt sehen. Tut sich was? Können. Ja. Das ist gut. Ja, dann bedanke ich mich erstmal für die freundliche Einführung. Als Georg Markmann so nett war, mich hier einzuladen, habe ich mich natürlich schon gefragt, was ich als fachfremder
Jurist, obschon nicht der Erste heute, zu ihrer Tagung wohl würde beitragen können. Denn als Jurist bewege ich mich ja meistens nicht auf der ethischen Hochebene gewissermaßen, sondern irgendwie unten im Dickicht des positiven Rechts. Und das ist ein bisschen etwas anderes. Aber immerhin sind wir als normative Wissenschaften miteinander verwandt. Und so sind es doch ähnliche Fragen oder häufig auch die gleichen Fragen, die sich uns stellen. Und manchmal sind die Antworten hoffentlich auch ähnlich. Die Frage, die mir gestellt worden ist, ist ein bisschen kleiner gestrickt als die, die wir gerade hatten. Public Health schon auch, aber eben spezifisch auf den Forschungsbereich zugeschnitten. Das ist ein bisschen enger, das ist ein bisschen technisch. Public Health und Forschungsethik in der Pandemie. Und das ist natürlich auch für den Juristen eine wichtige Frage. Ich will Sie hier in diesem Sinne verstehen, was darf klinische oder medizinische Forschung als ein Public Health Interesse par excellence unter den Bedingungen einer Pandemie. Und das heißt auch, wo liegen spezifisch ethische und auch rechtliche Voraussetzungen und Grenzen in dieser Situation. Ich will zwei Perspektiven darauf einnehmen, ein bisschen vermischen. Das hängt einfach damit zusammen, was ich bin, wo ich herkomme fachlich. Das eine ist die abstrakte Perspektive der Rechtsordnung. Und das andere ist die sehr viel konkretere Perspektive der medizinischen Ethikkommissionen, die ja sehr unmittelbar mit dieser Frage konfrontiert waren. Es gibt aus Ihrem Kreis gemeinsam mit dem Arbeitskreis Ethikkommissionen eine Umfrage, die im Sommer unter den Ethikkommissionen durchgeführt worden ist, wo aus Ihrer Sicht eigentlich die Hauptprobleme bei der Covid-19-Forschung liegen. Und darüber hinaus hat der Arbeitskreis auf seiner Homepage, die Sie dort etwas schlecht vermutlich lesen können, relativ umfangreiche Hinweise zur Covid-19-Forschung entwickelt, sehr praxisbezogen natürlich. Und auf beides greife ich hier auch so ein bisschen zurück bei dem, was ich nun sagen möchte. Worin liegt genau die Herausforderung? Also worin liegt genau das spezifische normative Spannungsverhältnis zwischen Public Health und Forschungsethik, gerade in der Pandemie? Das liegt eigentlich banal in dem besonderen Dreiklang von potenzierter Gefahrenlage, verdichtetem Forschungsbedarf und erschwerten Forschungsbedingungen. Und dieser Dreiklang führt dazu, dass die Balance, die ja immer heikel ist, zwischen der Ermöglichung von Forschung einerseits und ihrer Kanalisierung andererseits, dass diese Balance sich verschiebt oder jedenfalls unter Druck gerät und dass sie neue Fragen aufwirft oder jedenfalls Fragen, die wir sonst auch kennen, verschärft. Fragen der Priorisierung, Fragen der Abwägung, Fragen der Autonomie, aber auch Fragen der Flexibilität. Und das will ich nun im Folgenden mit diesen vier knappen und natürlich ganz unvollständigen Schlaglichtern beleuchten. Um mit dem letzten Schlagwort zu beginnen, Flexibilität, mit normativer Flexibilität meine ich jetzt hier die Frage, verändert sich eigentlich unser normativer Rahmen für die Forschung angesichts der ganz besonderen Herausforderungen der Pandemie oder bleibt dieser Rahmen eigentlich genau der gleiche wie sonst auch? Für den Juristen ist die Antwort erst einmal einfach, die gesetzlichen Maßstäbe für die Forschung sind praktisch unverändert geblieben. Das hat etwas damit zu tun, dass Notstandsrecht und Ausnahmezustand, dann sowas hätte man ja auch denken können, in Deutschland bekanntlich seit Carl Schmitt in Verruf geraten sind und man da lieber einen Bogen drum macht und rechtlich, verfassungsrechtlich für den Fall einer Epidemie auch ohnehin einfach gar nicht vorgesehen sind. Es gab in Deutschland nie ein Notstandsrecht für den Fall einer Epidemie. Es bleibt also grundsätzlich beim ganz normalen rechtlichen Rahmen, mit dem man für die Forschung umgehen muss. Und das wirft ein Problem auf, zunächst ein praktisches, aber dann ist es eben auch ein ethisches Problem. Klinische Forschung ist sehr engmaschig durchreguliert. Das wissen all diejenigen, die sich damit beschäftigen, leidvoll. Und diese engmaschigen Vorgaben sind auf die Bedingungen einer Epidemie natürlich überhaupt nicht zugeschnitten. Und sie sind unter den Bedingungen einer Epidemie auch überhaupt nicht durchzuhalten. Ob das nun Studienvisiten sind, ob das Monitoring geht, um viele administrative Fragen könnten Sie hier auflisten. Das war auch ziemlich schnell klar.
Und da war nun gewissermaßen spontane Flexibilität im Umgang mit der Rechtsordnung gefragt, mit den Regularien gewissermaßen ein paragesetzlicher Umgang, wenn Sie so wollen. Und ein beträchtlicher Teil der Ressourcen, die die zuständigen Behörden und auch die Ethikkommissionen hatten, war damit beschäftigt, Guidelines zu entwickeln, wie man mit rechtlichen Vorgaben umgeht, mit denen man in dieser Situation eben eigentlich nicht umgehen kann. Also wo ein Auge zugedrückt werden kann und wo auch nicht. Und das, Sie sehen hier zwei Guidances, die da zum Beispiel zu veröffentlicht worden sind. Das Dokument der Kommission ist alleine 21 Seiten lang, was sich nur damit beschäftigt, wie ich mit den administrativen Regularien irgendwie umgehe oder auch nicht umgehe. Das war vermutlich unvermeidlich in dieser Situation, aber es steht schon, und da kommt dann das ethische Element ins Spiel, durchaus die Kritik im Raum, dass wichtigere Dinge bei diesem Fokus auf das regulatorische Klein-Klein auf der Strecke geblieben sind. Ein zweiter Punkt, das ist die autonome und freiwillige Entscheidung des Probanden. Das ist eine der normativen Grundvoraussetzungen für klinische Forschung, informed consent im üblichen denglischen Jargon. Und hier liegt ein ernsthaftes Problem bei den Covid-19-Patienten, die schwerer erkrankt sind. Und die sind natürlich für die Corona-Forschung eigentlich besonders wichtig auch. Genau genommen ist das ein doppeltes Problem. Erstens ist bei diesen Personen häufig schwer abzugrenzen, ob sie noch einwilligungsfähig sind oder nicht. Das ist nun nicht unbedingt ein Problem, das ganz spezifisch für Covid-19-Forschung ist. Das findet sich in anderen Konstellationen auch. Und deshalb gibt es da auch Erfahrungen aus anderen Bereichen. Aber für Covid-19 ist nun charakteristisch, dass ein anderes Problem dazukommt. Das ist vorhin auch schon angesprochen worden, nämlich das Problem der Isolierung. Isolierung gilt ja gerade auch für Patienten. Und wie kann man auf einer Isolierstation einen Informed Consent herbeiführen, der den Namen verdient? Prüfärzte, Angehörige, gesetzliche Vertreter haben hier in der Regel gar keinen Zutritt. Die Personen, die Zutritt haben, mit denen der Patient sprechen kann, tragen Schutzkleidung. Wie geht man damit um? Natürlich kann man bestimmte Formalien irgendwie retten. Man kann ein unterschriebenes Einwilligungsdokument durch eine Fensterscheibe fotografieren. Aber Sie sehen schon gleich, dass trifft wohl nicht das wirklich zentrale Problem. Ein wirklicher Informed Consent verlangt ein persönliches Gespräch eigentlich mit einer ärztlichen Vertrauensperson, vor allem auch die Chance, sich mit Angehörigen zu beraten. Und wenn das alles wegfällt in einer Isolierstation, dann wird es dünn mit der Validität einer Einwilligung. Reflektierte Antworten auf dieses Problem, das eigentlich bei jeder Epidemie dieses Ausmaßes relevant wird, scheint es bislang kaum zu geben. Jedenfalls ist mir das nicht bekannt. Auch aus diesen Gründen sieht der Arbeitskreis Patienten, die akut an Covid-19 erkrankt sind, generell als eine besonders vulnerable Gruppe an. Auch dieser Begriff ist vorhin ja schon gefallen in anderem Kontext. Und das bedeutet vielerlei. Es bedeutet zum einen, man muss wirklich über modifizierte Aufklärungsformate in solchen Konstellationen intensiv nachdenken. Es bedeutet aber auch besondere Vorsicht bei der Nutzen-Risiko-Abwägung. Das ist ja immer so bei vulnerablen Forschungsteilnehmern. Damit sind wir beim dritten Schlaglicht, Fragen der Abwägung. Und damit kommen wir jetzt auch wieder etwas mehr ins Fahrwasser vom eigentlichen Public Health-Domänen. Auch hier verlaufen die ethische und die rechtliche Bewertung im Wesentlichen parallel. Die Risiken der Studienteilnahme müssen natürlich ärztlich vertretbar sein. Verändert die Covid-19-Krise nun diese Nutzen-Risiko-Abwägung? Oder ganz ungeschminkt gefragt, lassen sich im Zeichen der Pandemie den Studienteilnehmern höhere Risiken zumuten als sonst? Man muss die Fragen ja auf den Punkt bringen. Das hängt letztlich davon ab, ob die Auswirkungen der Pandemie, die akuten Auswirkungen auf das Gesundheitssystem, die Gesellschaft meinetwegen, die volkswirtschaftlichen Folgen vielleicht gar, ob das ein relevanter Parameter für die Abwägung ist, die wir hier zu vollziehen haben. Das Gesetz, das ist für den Juristen natürlich erstmal der Maßstab. Sie sehen den
entscheidenden Wortlaut dort, spricht neben dem Nutzen für den Studienteilnehmer selbst von der voraussichtlichen Bedeutung des Arzneimittels für die Heilkunde. Das fließt in die Abwägung ein. Und die Bedeutung für die Heilkunde wird natürlich auch und gerade dadurch bestimmt, wie dringlich die Heilkunde dieses Arzneimittel nun braucht. Fehlen Behandlungsalternativen? Sind die Gefahren für zukünftige Patienten gravierend? Und ist mit einer großen Zahl zukünftiger Patienten zu rechnen, dann erhöht das eben auch die Bedeutung des Arzneimittels für die Heilkunde und damit das Gewicht dieser Nutzenchance in der Abwägung. Das Vorliegen einer akuten epidemischen Bedrohungslage ist also ein Faktor, der in der Abwägung schon zu berücksichtigen ist und jedenfalls mal grundsätzlich eine größere Risikobereitschaft rechtfertigen kann, und zwar ohne, dass man dafür jetzt auch noch auf zum Beispiel den volkswirtschaftlichen Schaden der Pandemie abstellen müsste. Das wäre ja ein viel schwierigeres Argument noch. Wie viel mehr Risiko ist damit allerdings noch nicht gesagt. Und da liegt natürlich das Kind im Brunnen. Vor dem Hintergrund des grundrechtlichen Fundaments, auf dem wir ja alle stehen, die Verfassungsordnung und auch das Arzneimittelrecht, kommt irgendeine Form von radikaler Gemeinwohlorientierung sicher nicht in Betracht. Die Integrität des Studienteilnehmers steht immer noch an erster Stelle. Auch in der Pandemie rechtfertigt natürlich nicht der Zweck die Mittel. Es kann also nur um eine graduelle und einzelfallabhängige Verschiebung gehen, nicht um irgendeinen Paradigmenwechsel. Diese Fragen werden natürlich greifbarer, wenn man sie nicht ganz so abstrakt erörtert, sondern an Beispielen, jedenfalls was die Konstellation angeht, gar nicht mal was das Ergebnis angeht. Und zwei Beispiele will ich ganz kurz nennen. Das eine betrifft Therapiestudien. Wir haben es hier ja mit einem erst einmal ziemlich und immer noch relativ unbekannten Gegner zu tun, der aber gleichzeitig sehr intensiv beforscht wird. Und deshalb ändert sich der Erkenntnisstand schnell und kaum berechenbar. Von vornherein ein großes Problem für das Forschungsdesign. Wie geht man damit um, wenn man es gewissermaßen mit einem Moving Target zu tun hat? Wie geht man damit um, konkret, wenn schon laufende Studien auf neue Erkenntnisse oder Vermutungen treffen, die sich irgendwo anders inzwischen herausmändeln? Das Beispiel, das ich im Sinn habe, ein ganz praktisches Beispiel, ist Remdesivir, für das ich im Frühjahr, also noch lange bevor die Studien dazu wirklich fertig waren, in einem ersten Zwischenbericht abzeichnete, dass es gegenüber Placebo überlegen ist. Das heißt, die Klinikaufenthaltsdauer und Mortalität verringerten sich signifikant. Für alle Studien mit anderen Wirkstoffen, die jetzt gerade mal seit anderthalb Monaten oder so liefen, bedeutete das eigentlich sofort eine Verschiebung, nämlich eine potenzielle Verschiebung der Nutzen-Risiko-Abwägung. Und noch konkreter die Frage, ob eine Placebo-Kontrolle, die gab es bei einigen dieser Studien, eigentlich jetzt weiter vertretbar bleibt oder ob man von jetzt an sofort Remdesivir als eine Art Standardtherapie ansehen muss, die allen Studienteilnehmern angeboten werden muss. Die Deklaration von Helsinki, Sie sehen das dort in Ziffer 33, verlangt das ja eigentlich. Der Preis für einen solchen Schritt wäre natürlich, dass man ganz frühzeitig den methodischen Goldstandard der Forschung verlassen muss und damit die Aussagekraft aller Studien beschädigt, was auf die Dauer natürlich auch negative Folgen haben kann. Letztlich ist die Frage, ab wann, und das ist eine Frage, die sich jetzt gar nicht nur bei Covid-19 stellt, aber die da sehr plastisch greifbar wurde, ab wann ein neuer Erkenntnisstand als so sicher gelten kann, dass man diesen Preis in Kauf nehmen muss. Und auch das ist, soweit ich sehen kann, ein Grundproblem, für das es noch nicht wirklich eine Lösung gibt. Ein zweites Beispiel betrifft Impfstudien und hier ist es vor allem der spektakuläre Fall der Provokationsstudie, der eine Zeit lang jedenfalls ganz intensiv diskutiert wurde. Da ist es ja evident, dass das ein Problem der Nutzen-Risiko-Abwägung ist. Ich lasse das hier aber erstmal nur als Begriff im Raum stehen, weil ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht in der Diskussionsrunde nachher ohnehin noch angesprochen wird. Schließlich als letztes Schlaglicht das Stichwort Priorisierung, das ich vorhin nannte. Mit Priorisierung haben Sie vorhin schon ganz viel zu tun gehabt bei der Triage. Das stellt sich aber natürlich auch bei der Forschung. Da ist es nicht so existenziell, aber es ist ein ähnliches Grundproblem.
Und zwei Grundkonstellationen haben wir hier zu unterscheiden. Die erste sehen Sie auf der jetzigen Folie. Das ist das Verhältnis zwischen Covid-19-Forschung und sonstiger Forschung. Die Fokussierung auf Covid-19-Forschung, die wir in den letzten Monaten sehr stark hatten, ist natürlich nachvollziehbar. Aber sie darf doch andere Forschungen sicher nicht beliebig verdrängen, denn auch diese andere Forschung, also zu anderen Krankheitsbildern, kann ja genauso relevant für Leben und Gesundheit von Patienten sein. Diese Gefahr einer doch vielleicht überzogenen Einseitigkeit in der Forschungsausrichtung war schon nach unserer Beobachtung in den letzten Monaten durchaus jedenfalls ein Stück weit zu beobachten. Und auch die Europäische Kommission und die Aufsichtsbehörden haben daran mitgewirkt. Sie sehen hier zwei Auszüge aus den relevanten Guidances, wo relativ klar gesagt wird, dass bei den Genehmigungsverfahren für Forschungsanträge Covid-19-Forschung immer priorisiert wird. Und das heißt natürlich in Zeiten, wo viel Homeoffice ist und so, dass alles andere irgendwie hinten in der Schlange steht. Die zweite Variante, die im Grunde genommen das originellere Problem ist, ist die Covid-19-Forschung untereinander. Denn die droht sich gewissermaßen selbst auf den Füßen zu stehen. Die Zahl der Covid-19-Studien seit März oder so ist ja wie Pilze aus dem Boden geschossen. Sie können hier auf der Folie Zahlen aus den einschlägigen Studienregistern sehen. Das ist ganz schön beachtlich dafür, dass das Ganze erst ein halbes Jahr alt ist. Viele von diesen Studien sind, sagen die Experten, ich kann das selber nicht wirklich beurteilen, nach Fallzahl und Methodik eigentlich kaum geeignet, wirklichen Erkenntnisgewinn zu bringen. Gewissermaßen jeder wollte, der was auf sich hielt, wollte schnell auf den Zug aufspringen. Aber alle diese Studien konkurrieren um Ressourcen und sie konkurrieren natürlich auch um Patienten, die sie brauchen. Und das Ganze zum Teil geografisch in unmittelbarer Nachbarschaft. Da will ich jetzt keine Beispiele nennen. Aus Sicht des Arbeitskreises der Ethikkommission wäre es schon wichtig gewesen, das ist jedenfalls ein Punkt in unseren Diskussionen, der immer wieder auftauchte, und ist immer noch wichtig, dass man Forschungsprojekte eigentlich viel besser koordinieren muss und vielleicht auch in ihren Ansätzen methodisch standardisieren, damit sie vergleichbar werden, damit man auch eine gemeinsame Auswertung irgendwie erreichen kann, damit sie am Ende wirklich einen Erkenntnisgewinn optimieren können. Und, das ist ein zweiter Punkt, damit auch wirklich für die Patienten die am besten passende Studie gefunden werden kann in diesem Wirrwarr. Es geht ja also letztlich um zweierlei. Es geht um Qualitätssicherung und es geht um die faire Patientenauswahl. Fazit nach diesem ganz kursorischen Überblick. Die Pandemie kann die ethischen und rechtlichen Spielregeln für die klinische Forschung als solche sicher nicht verändern. Aber sie pointiert doch auf eine sehr interessante, will ich mal sagen, Weise, das Spannungsverhältnis zwischen Gemeinwohlinteresse und Patientenschutz. Und sie stellt spezifische Herausforderungen, auf die wir regulatorisch nicht vorbereitet waren. Und damit würde ich erstmal an die Moderation zurückgeben und dann können wir sehen, welche Fragen dazu noch auftauchen. Vielen Dank. Ach, Mist. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kielmanns-Eck, wunderbar für diesen Überblick, der, glaube ich, vielen von uns nochmal deutlich gemacht hat, oder ja, was eigentlich da auch hier wieder sozusagen jetzt alles für Implikationen sich raus ergeben. Ich würde als erstes gerne nochmal bei dem Stichwort Provokationsstudie nachhaken und Sie vielleicht bitten, auch für unser breites Publikum, die jetzt gerade auch mit Arzneimittelstudien und Impfstudien so noch nicht ganz so vertraut sind, dass Sie das noch mal ein bisschen im Detail ausführen könnten, wo Sie da sagen, das forschungsethische und forschungsrechtliche Problem sehen. Also Provokationsstudien sind ja Studien, bei denen Patienten gezielt dem Krankheitserreger ausgesetzt werden. Und das ist bei Impfstudien interessant, weil man sich davon eben erhofft, weil man dann weiß, alle Teilnehmer sind auch wirklich erkrankt oder potenziell erkrankt, dass man die Aussagekraft von Studien erhöht, Studien beschleunigt, vielleicht kleinere Teilnehmerzahlen braucht, also die Effizienz der Forschung damit erhöht. Die Frage ist bei uns, soweit ich sehen kann, bisher immer eine etwas theoretische geblieben, weil man in Europa das nicht wirklich ernsthaft betrieben hat. Aber es gibt ja Plattformen, die das sehr
energisch bewerben, in Amerika natürlich. Also es ist schon ein Thema. Mhm. Ich würde nicht in Schockstarre verfallen bei dem Begriff. Eine Provokationsstudie ist nichts, was per se überhaupt nicht denkbar wäre. Es hat auch schon welche gegeben. Auch die WHO schließt das gar nicht prinzipiell aus und hat Guidelines dazu herausgegeben. Aber es gibt natürlich Bedingungen. Und die Frage ist, unter welchen Bedingungen kann man sich sowas eigentlich vorstellen? Der Jurist geht ja erstmal etwas primitiv heran und versucht, Schubladen zu bilden. Und die Schublade, die man fragen muss, wäre zunächst mal, ist das eigentlich eine Probanden- oder eine Patientenstudie? Das ist eigentlich ein ungewöhnlicher Fall, dass man einen gesunden Patienten einschließt und ihn dann krank macht. Das kommt sonst eigentlich nicht vor. Und das ist für die rechtlichen Regularien nicht ganz unwichtig, weil für gesunde und für Probanden- und Patientenstudien gelten eben etwas unterschiedliche Regeln. Ich glaube, es ist eine Probandenstudie, weil die Teilnehmer gesund ins Rennen hineingehen und weil bei ihrer Entscheidung da reinzugehen, das Spannungsverhältnis zwischen Patient und Arzt, ihrem Arzt eben noch keine Rolle spielt. Aber das ist sicher ein Punkt, über den man streiten kann. Am Ende ist es wahrscheinlich ein Hybrid. So oder so muss man am Ende eine Abwägung treffen, eine Nutzen-Risiko-Abwägung, wie bei jeder anderen Studie auch. Und das Risiko ist hier nur ein besonderes, weil es nicht durch die Verabreichung eines Arzneimittels hervorgerufen wird, sondern durch die Auseinandersetzung, die Aussetzung einer Krankheit. Und weil wir über die nicht viel wissen, liegt man da wahrscheinlich ungefähr da, wo wir sonst bei einer Phase 1 oder frühen Phase 2 Studien wären. Wir operieren mit vielen Unbekannten und das tun wir normalerweise nicht mit solchen Risiken. Das Ergebnis war also eher, dass man sagt, das ist theoretisch denkbar, aber wohl erst dann, wenn wir entweder wissen, es gibt Bevölkerungsgruppen, für die das wirklich keine Gefahr ist, das gibt es wohl nicht, oder man hat inzwischen ein relativ zuverlässiges Rettungsmedikament und das ist auch noch nicht. Deshalb ist im Moment, muss man wohl sagen, geht das negativ aus. Ja, das leitet mich nochmal über zu dem anderen Thema, das ich auch ganz spannend finde, was, glaube ich, forschungspraktisch gerade ja viel auch sehr konkreter umgesetzt wird, nämlich das Thema verkürzte Impfverfahren. Vielleicht nur noch mal so zur Verdeutlichung. Normale Impfstoffentwicklung rechnet man ja für eigentlich eine Dekade. Es werden die Impfstoffe in den berühmten verschiedenen Phasen, präklinisch Phase 1, Phase 2, Phase 3, mit immer größerer, steigender Zahl von Probanden getestet. Und die Idee von diesen verkürzten Impfverfahren ist, um vielleicht dann ja nächstes Jahr, wie schon versprochen wird, Impfstoffe zu haben, ist, dass ich klinische Studien habe, in denen ich parallel mehrere Impfstoffe teste. Und vielleicht könnten Sie da nochmal veranschaulichen, was ich hier eigentlich, stellen Sie, also wenn man sich jetzt vorstellt, eine Forschungsethikkommission soll eine solche Studie testen, worauf müsste man da oder worauf muss man da eigentlich jetzt auch aus forschungsethischer und rechtlicher Sicht achten? Also jetzt wieder Stichwort Schutz der Probanden oder der Teilnehmenden. Das ist eine ganz schön komplexe Frage. Es ist allerdings auch wie so vieles eine Frage, wo man eigentlich erstmal sagen muss, das ist gar nicht mal nur bei Covid-19 so. Das fokussiert nur die Perspektive sehr. Die Tendenz, Studiendesigns zu entwickeln, die viel komplexer sind als das gewohnte System, Schema, Phasen 1, 2, 3, das gibt es eigentlich schon länger und dass man mit vielen verschiedenen Armen, die wechselseitig voneinander abhängen, mit verschiedenen Hypothesen und Endpunkten parallel arbeitet. Gerade die Pharmaindustrie ist da eigentlich sehr dahinterher und bei allen Problemen ist die Neigung auch zu sagen, dass es gibt auch schon Gründe dafür, das gilt hier auch. Ich würde darauf zurückgreifen, auf das, was ich vorhin gesagt habe. Die spezifische Situation der Pandemie erlaubt es schon, in der Nutzen-Risiko-Bewertung berücksichtigt zu werden. Und das heißt, es ist schon plausibel, dass man etwas höhere Risiken eingeht, als man das sonst tut. Aber das Gretchenwort ist eben etwas. Das habe ich vorhin auch angedeutet. Es gilt auch hier, dass der Zweck nicht die Mittel heiligt. Also eine graduelle Verschiebung. Außerdem würde ich unterscheiden zwischen der Frage, geht man Sicherheitsrisiken ein oder geht man Unsicherheiten bei der Wirksamkeitsbestimmung ein? Und bei Sicherheitsrisiken, glaube ich, wird man relativ wenig tolerant sein und bleiben. Das heißt, man wird schon verlangen, dass man ungefähr weiß, was für Risiken mit dem Impfstoff passieren. Die schwierigere Frage ist, wie schätzt man die Wirksamkeit ein? Und da, glaube ich, kann man im Rahmen der Forschung
schon sagen, man geht mit verschiedenen Wirksamkeitshypothesen gewissermaßen parallel vor, einfach um schneller zu einem Ergebnis zu kommen. Ich sehe die Hälfte des Problems gar nicht so sehr bei der Forschung, sondern bei der Frage, wie kommt am Ende die Zulassung zustande? Das ist ja nicht mehr eine Entscheidung der Forschung, sondern eine Entscheidung der Zulassungsbehörden. Wann wird ein solches Medikament verfügbar gemacht auf dem Markt? Und Putin ist natürlich der Sündenfall einer ziemlich evident politisch motivierten Zulassung. Das ist extrem gefährlich, gerade bei Impfstoffen. Denn solange die Wirksamkeit nicht mit größter Wahrscheinlichkeit nachgewiesen ist, geht der Schuss ja nach hinten los, weil die Leute dann alle glauben, sie seien geschützt und sich entsprechend verhalten und in Wirklichkeit ungeschützt sind. Und das halte ich nicht für vertretbar. Ich würde gerne noch mal den Punkt aufgreifen, den der bekannte amerikanische Bioethiker Arthur Kaplan mit einem Kollegen Gerald Abraham gerade ganz aktuell in der Zeitschrift Journal of Medical Ethics aufgeworfen hat, nämlich unter welchen Bedingungen würde denn jemand von uns in einem solchen, in einer solchen verkürzten Impfstudie teilnehmen? Und weil sie sagt dann oder sie legen dann nochmal Wert drauf und sagen, naja, was müsste zumindest letztlich, das ist zumindest ihre Forderung, klar sein, dass in dem Augenblick, wenn ich in einer solchen Infektionsstudie involviert bin und es sozusagen parallel verschiedene Impfstoffe getestet werden, dann die Probanden darüber sehr schnell Feedback bekommen müssen, um dann eventuell auch zu entscheiden, dann will ich aber auch diesen Impfstoff haben. Ist das, sehen Sie das auch so oder würden Sie sagen, da geben wir jetzt ja alle Goldstandards von Verblindung und irgendwie Langzeittestung auf? Das ist ja genau das Problem eigentlich, nur in einem etwas anderen Setting, das ich vorhin angesprochen hatte. Wie schnell muss ich Erkenntnisse, die noch unsicher sind, anderen Patienten in einer oder anderen Studienteilnehmern in einer vergleichbaren Situation eigentlich mitteilen, damit die die Möglichkeit haben, eventuell umzusatteln, in einen anderen Studienarm aufgenommen oder vielleicht in eine ganz andere Studie aufgenommen zu werden. Und das ist wirklich ein ernsthaftes Problem. Natürlich gibt es irgendwann Wahrscheinlichkeits- oder Irrtumswahrscheinlichkeiten, die so gering sind, dass man sagt, jetzt muss man das auch machen. Das sind dann spätestens die, bei denen man auch zulassen würde. Aber wenn man irgendwo in der Grauzone davor liegt, wenn man das wirklich machen würde, das ist wieder ein Problem, nicht nur bei Covid-19, dann würden in sehr vielen Studien die Patienten ständig verloren gehen. Dann könnte man ganz viele Studien überhaupt nicht mehr zu Ende führen. Ich neige dazu, zu sagen, dass man das ein Stück weit tatsächlich aushalten muss und kann, darüber allerdings informieren muss. Man muss sich überlegen, und das ist eine Antwort, die ich nicht geben kann, welche Irrtumswahrscheinlichkeiten hält man am Ende für relevant. Das ist vielleicht auch fallspezifisch ein bisschen verschieden, aber man muss dann auch sagen können, und so macht man es bisher ja auch. Es ist ja ganz unüblich, Patienten ständig über die Ergebnisse anderer Studien zu informieren, die etwas über die Wirksamkeit von Konkurrenzprodukten sagen. Das macht kein Mensch. Also auf diese Frage ist man bisher noch nie gekommen. Jetzt kann man sie stellen. Ich glaube, man muss das aushalten, dass man bis zu einem gewissen Grade den Patienten mit entsprechender Aufklärung sagt, darüber informieren wir dich nicht. Aber das muss eben ein Wert sein, den man selber noch für ethisch vertretbar hält, weil sozusagen der Unterschied in der Nutzenprognose nicht zu groß wird. Herr von Kimmersek, ab und zu werden Sie im Ton leiser. Ich habe noch nicht ganz verstanden, woran es liegt. Vielleicht, dass Sie einfach ein bisschen darauf achten, dass es gut. Ich hoffe, es kam trotzdem alles an bisher. Ja, also ich habe Sie gut verstanden, aber ich wollte nur noch mal darauf aufmerksam machen. Der nächste Punkt, der auch jetzt hier im Chat schon auftaucht, ist auch eine Frage, hatten wir auch schon mal im Vorfeld diskutiert, der mich auch beschäftigt. Nun gibt es ja Länder, die hier gerade im Bereich Impfstudien groß tönen, sage ich mal so, die auch bekannt dafür sind, vielleicht forschungsethisch so vorzugehen oder eigentlich viele Dinge, die wir selbstverständlich achten, zum Beispiel Freiwilligkeit der Probanden, zu ignorieren oder zu unterlaufen, indem sie zum Beispiel solche Impfstudien, man könnte sich vorstellen, mit Strafgefangenen durchführen oder unter Bedingungen, die einfach bei uns, denke ich, wirklich konsensuell abgelehnt werden. Und was wäre jetzt, wie schätzen Sie das jetzt aus Ihrer Perspektive nochmal ein, wenn sich aber dann aus dieser Studie die Evidenz oder zumindest eine große Wahrscheinlichkeit, Plausibilität ergibt, es ist jetzt doch ein sehr vielversprechender Impfstoff. Würde man den dann hier sozusagen einfach so einsetzen können? Also es ist natürlich eigentlich auch
medizinethisch-historischer Sicht kein neues Problem, aber würde jetzt die Pandemiesituation, die starke Priorisierung auf Covid, das plötzlich erlauben? Ich glaube auch hier nicht, dass Covid-19 irgendwie einen Paradigmenwechsel erbringen würde. Das ist eine Frage, die man in allen Zusammenhängen letztlich irgendwie ähnlich beantworten müsste. Und es ist ein Dilemma, aus dem man letztlich wahrscheinlich nicht rauskommt. Natürlich müssten wir sagen, wenn wir unsere eigenen Standards ernst nehmen, dann dürfen wir auch nicht davon profitieren, wenn andere diese Standards verletzt haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich, ganz pragmatisch würde ich sagen, ist es nicht durchhaltbar. Die Vorstellung, es gäbe einen Impfstoff auf der Welt, der mehr oder minder erwiesenermaßen wirksam ist und wir sagen, wir wenden ihn aus Prinzip nicht an, das halten Sie gesundheitspolitisch nicht durch. Mhm. Also das ist keine normative Antwort, aber es ist ein Indiz dafür, dass die Gesellschaft nicht bereit wäre, einen solchen Schritt zu gehen und da wäre ich mir verhältnismäßig sicher. Es ist ja auch ein Problem, wir stehen alle auf den Füßen unethischer Forschung. Sie haben Historisches angesprochen und da muss man ja nicht immer das unselige Dritte Reich nehmen. Die letzten 300 Jahre waren unethische Forschung und wir profitieren alle sehr gerne davon. Also das ist schwierig. Ich neige dazu zu sagen, hier wird man nicht apodiktisch sagen können, sowas setzen wir nicht ein. Rechtlich übrigens geht das auch gar nicht. Das Arzneimittelrecht definiert genau, welches die Versagungsgründe bei einem Zulassungsantrag sind. Und da gehört die Ethik nicht dazu. Da gehört dazu, dass Wirksamkeit und Sicherheit hinreichend nachgewiesen sind. Man kann natürlich kritisch fragen, ob solche Studien unter solchen Bedingungen wirklich zuverlässige Schlüsse hervorrufen. Und das ist auch nicht ganz so einfach. Es gibt von den Behörden Guidelines, die ECP-Guidelines, die ja auch gewisse ethische Mindeststandards festschreiben und an denen die sich auch irgendwie orientieren. Mhm. Also meine Antwort wäre letztlich, natürlich bei Extremfällen, die wir gerade aus der deutschen Vergangenheit kennen, da wird man das vielleicht machen können. Aber ich glaube, in den üblichen Mischformen, wo Forschung teils an unappetitlichen Grauzonen, teils aber auch normal stattfindet, wird man am Ende wahrscheinlich nicht sagen können, wir halten den Fortschritt hier auf. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das ist ein Thema, was sicher noch viele Ethikerinnen und Ethiker, könnte ich mir vorstellen, beschäftigen wird. Spannend fand ich aber auch wenn es erstmal so ein bisschen regulatorisch rüberkam, könnte man sagen. Letzter Verweis, das ist jetzt so eine Art Priorisierung von Forschungsanträgen mit Bezug zu Covid-19 gibt. Und das bedeutet ja, dass eben andere wichtige klinische Forschung nach hinten angestellt wird. Und haben Sie da schon entweder aus der Praxis konkrete Erfahrungen, wo Sie sagen würden, da muss man, also was wäre jetzt zum Beispiel wichtige klinische Forschung, wo Sie sagen, das lässt sich eigentlich weder forschungsrechtlich noch forschungsethisch rechtfertigen, dass die jetzt nach hinten gestellt wird. Das waren ja jetzt vielleicht wieder gesundheitspolitische Entscheidungen, aber hier müssen wir eigentlich sozusagen aus Forschungsrecht und Ethik eingreifen. Also wir mussten nicht wir hätten sowieso nicht eingreifen können, dafür sind auch die Ethikkommissionen nicht an einem ausreichenden Hebel, aber es ist auch von den Behörden nicht auf die Spitze getrieben worden. Es gab allerdings da tatsächlich durchaus schärfere Vorstellungen. Ich denke, es ist bei allen gravierenden Erkrankungen ist es eigentlich nicht vertretbar, sie pauschal hinter Covid-19-Forschung zurücktreten zu lassen. Und zwar umso weniger, je weniger oder je schlechter der therapeutische Standard im Moment ist, also je dringlicher Patienten diese Erkrankungen darauf angewiesen sind. Das ist bei vielen onkologischen Studien natürlich der Fall. Also gerade das ist ein Bereich, wo man, sofern es logistisch irgendwie möglich ist, natürlich nicht einfach sagen kann, Covid-19 geht unbedingt vor. Bis jetzt war das nicht so dramatisch, weil der Zeitslot einfach noch nicht so lang war. 6 Monate sind jetzt nicht ein großartiger Zeitverlust. Aber wenn man die Vorstellung hätte, das ist etwas, was über 2 Jahre anhält, dann kann man gerade bei diesen Erkrankungen natürlich wirklich nicht sagen. Man friert das alles ein. Das ist in ähnlicher Weise eine Gesamtperspektive, wie Frau Wild gerade eben es unter ganz für das andere Setting ja auch angemahnt hat. Mhm. Ja, da denke ich, da ist sozusagen auch sehr produktiv, sagen diese Public Health Ethik Perspektive und die forschungsethische Perspektive, wie Sie jetzt aufgezeichnet haben, zusammen zu denken, weil dann deutlich wird, dass spätestens auf dieser Ebene sich das letztlich wieder
zusammentrifft und man letztlich diese Abwägung aufwerfen muss. Was passiert hier eigentlich mit vielen anderen Patientengruppen, deren Forschung oder klinische pharmazeutische Therapien hinten angestellt werden? Ich schaue gerade hier nochmal in den Chat. Gibt es denn aus dem Plenum noch dringende Fragen? Ich sehe hier noch eine Frage, die sich vor allem auch auf die Qualitätssicherung noch bezieht. Es wäre vielleicht nochmal ein spannender Punkt, weil Sie das ja selbst angesprochen haben, nämlich ob die verkürzte Publikation, also dass viele Covid-bezogene Studien jetzt einerseits direkt als Open Access, aber wahrscheinlich vor allem, was problematischer für uns ist, dass der Wegfall des Peer Reviews erscheinen. Und gerade das Stichwort Nutzen-Risiko-Abwägung, Rolle von Evidenz, die ja eine große Rolle hierbei spielt. Wie schätzen Sie das eigentlich aus forschungsethisch-rechtlicher Sicht ein? Also ich glaube, dass ist schon gut vertretbar im Moment, dass man auf Schnelligkeit bei der Veröffentlichung setzt, einfach weil wir ein Moving Target, wie ich vorhin sagte, haben und mit dem irgendwie umgehen müssen. Und da kann man es sich nicht gut leisten, mit 6 Monaten Verzögerung immer hinterherzulaufen. Das ist mehr für die Forschungseffizienz als Transparenz, wenn man so will, eigentlich das Stichwort. Es ist aber natürlich entscheidend, dass das dadurch nicht ausfällt, sondern dass die ganzen Kontrollmechanismen dann in der üblichen Weise nachgeholt werden, damit man sich korrigieren kann, sobald das der Fall ist. Also ein bisschen Beschleunigung erst einmal ja, aber im Nachsatz sofort, die Korrektur muss bleiben. Ja, das finde ich ist nochmal ganz wichtig und das richtet sich ja quasi nicht nur an die Forschenden selbst, sondern auch an die Rezipienten der Forschenden, dass sie eben auch darauf achten müssen, in den nächsten wahrscheinlich 2, 3 Jahren wurde sozusagen das geforderte, nachgeholte wirklich geleistet oder arbeiten wir hier eigentlich mit Studien, die gar nicht dann im zweiten Gang zumindest abgesichert worden sind? Ja, unbedingt. Mhm. Gut, ich glaube, wir sind soweit jetzt schon am Ende. Wir haben fast sozusagen 7:45 erreicht. Herr von Kiemanseck, ich möchte mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie nochmal so viele wichtige Punkte überblicksartig uns nahegebracht haben und denke ich auch nochmal vielen sehr anschaulich die wichtige Aufgabe, die sich da gerade den Forschungsethikkommissionen und den Mitgliedern, aber natürlich auch der Verständigung übergreifend darstellt und vielen Dank auch nochmal für den Hinweis auf die Webseite, die wahrscheinlich ja auch vielen nochmal im Einzelfall Rat bringen kann. Gut. Ja, ich danke für die Geduld der Zuhörer.